Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zu Let's Play Together Europa Universalis 4. Das Dreigestirn Europas ist wieder am Start. Im Norden Venedigs liegt das kleine Österreich. Wir kontrolliert von Günther Shadow. Hallo Günther. Ja, hallo und grüß Gott, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Und im Süd-Südwesten ist so ein kleines hellgrünes Dingelchen. Wenn man da mal näher hinzoomt, dann sehen wir das Osmanische Reich. Das wird beherrscht von Legendary Marvin. Hallo Marvin. Servus, Silvan. Schön, dass wir wieder hier sind. Und jedes Mal, wenn wir uns zur Aufnahme treffen, ist es vorher immer so, dass ich erstmal gucken muss, wen ich überhaupt spiele. Dann, ah ja, okay, Venedig. Und dann gucke ich, wieso sind wir im Krieg und habe schon wieder alles vergessen. Während Günner schon sagt, so, ich erkläre es im Hansebundenkrieg, weil er kann Frankreich nicht mitmachen, weil in irgendeinem Vertrag von vor 5 Jahren, die mal letzte Woche abgeschlossen haben, da stand drin, dass sie nicht angreifen dürfen, genau. Ja, ja, ganz genau. Das ist jetzt gerade, da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil ich natürlich Marvins sehr, sehr profundes Mamelucken-Let's Play gesehen habe. Und es ist ja so, weil der Hansebund ist momentan verbündet mit Schweden, Frankreich und Schlesien. Aber Frankreich und Schlesien sind schon mit mir im Krieg. Und weil der Hansebund nicht in einer Koalition gegen mich drin ist, werden Frankreich und Schlesien sich dann also diesem Krieg nicht anschließen. Ich kann dann also hingehen, den Hansebund jetzt angreifen. Frankreich bleibt natürlich im Krieg gegen Russland dabei. Also Russen, Baden, Bayern, Schweden. Und was ich auch noch gesehen habe, es gibt momentan einen Krieg, schwedische Rückeroberung von Reval. Schweden, Bayern, Russland, Hansebund und Friesland sind schon im Krieg mit Dänemark, Sachsen, Litauen und Großbritannien sowie dessen Kolonien. Und jetzt habe ich eben unseren Dogen gebeten, er könne doch mal vielleicht, wenn er so nett wäre, ein bisschen im Golf von Odessa und vielleicht nur in der See von Azov die Russen ein bisschen mit einer Blockade ärgern und vielleicht mal bei Marosch und Maramarosch gucken, ob russische Truppenverbände nach Polen und Österreich versuchen einzumarschieren. Das wäre wirklich ganz, ganz formidabel, während ich jetzt dann schon mal meine Truppen zurückbeordert habe an die westlichen Reichsgrenzen nach Erz und in den Böhmerwald, um dann gleich den Hansemund angreifen zu können. Denn gegen die habe ich noch einen imperialen Befreiungskriegsgrund, die Eroberung von Potsdam. Du bist aber immer noch gleichzeitig. Ah, das ist doch gar keine imperiale Befreiung. Ich habe einen Anspruch fingiert. So war es, okay. Oder so. Ich glaube, dass Schweden dem Hansebund auch nicht helfen kann, weil mit denen bist du ja schon im Krieg mit Russland. Ja, ganz, ganz genau. Und Schweden wird momentan von Dänemark ganz gut beschäftigt. Und ich hoffe mal, dass die Dänen noch ein bisschen durchhalten und Sachsen da hoffentlich auch noch fleißig mitmischt. Ich könnte übrigens mal gerade Dänemark ein bisschen Unterstützung zusagen mit ein paar Kriegssubventionen vielleicht. 5 Jahre ist die Minimaldauer, ne? Gell, ne? Dann gebe ich denen mal hier irgendwie so pro Monat so 5 Gulden oder sowas. Das langt doch, damit die schon diplomatisch mich mögen, ne? Das Problem ist seit 1.5 ist der Beziehungsbonus an die Höhe der Kriegssubventionen gekoppelt. Also sie mögen dich, aber wenn du ihnen wenig gibst, dann ist der Bonus auch kleiner. Ah ja, okay, gut. Dann schaue ich nochmal ganz kurz, was mein Budget hergeben kann. Oh, nicht viel stelle ich. Müsst euch mal die politische Karte von Russland anschauen. So viel Rot. Ja, ja, genau. Litauen, das Österreich, Frankreich. Das habe ich eben auch schon meinen Zuschauern gezeigt, wie das dann von mir aus aussieht. Da ist auch schon ein großer roter Blob, der gegen mich ist. Und ja, das sieht schon recht gierig aus. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann noch, dass die Russen Kasan freilassen. Ich habe schon Marvin vorgeschlagen, wir sollten doch mal so ein Koalitionchen gegen die Russen bilden. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und ja, dann gebe ich jetzt mal den Dänen ein paar Kriegssubventionen, irgendwie mal 5 Kröten, so, und das muss ja gar nicht jetzt so viel sein. Ich habe ja noch ein bisschen was auf der hohen Kante. Und sonst mache ich es so wie während des Bauernkrieges und schnorre mich einfach bei Venedig und Österreich durch. Ey, hast du mal einen Gulden für mich oder sowas? Ja, und ja, dann gucken wir mal. Dann können wir den Gummi abfahren, abschießen und die Pause ist noch durch unseren Dogen. Oh, da gibt es eine Spende von dem großzügigen osmanischen, wie nennt man das dann bei dir, die Herrschaftsform? Oh, was bin ich denn, ein Kalifat? Ah ja, das ist die Monarchie, okay.
Gibt keine eigene Regierungsform. Bin despotische Monarchie wie alle anderen. Ja. Ja. Ich gehe jetzt übrigens mal hin und nehme die Mission Sicherung der Reichsgrenzen für mich, damit ich immerhin irgendwas mal habe, weil ansonsten ist es nämlich alles noch relativ ansonsten habe ich da nämlich noch gar nicht hier was an großen Möglichkeiten. So, ihr lauft mal da runter und reibt mal die Rebellen bitte auf. Wir haben Kriegsgrund gegen Sachsen. Was? Wir sollen bestimmte Provinzen von ihnen erobern. How come? So, da müssen wir jetzt Anspruch auf hier. Thüringen. Ja, ich glaube, das habe ich gemacht, damit ich deine Provinz befreien kann. Ja, die kommen stimmt, ich darf mein Kolonialreich nicht vergessen. Weiterleiten. So, dann gibt es jetzt hier nochmal eine große Schlacht gegen den Hansebund. Dann werden wir mal ihre Armee vernichten. Egonson, siehst du schon irgendwas an den Reichsgrenzen? Nein, alles ruhig. Nichts Neues im Osten. Ja. Na, diese 18 Pappenheimer, die halten da aber noch ganz schön lange durch. So, da müsste ich mal ganz kurz pausieren. Mhm. Weil die kann ich nämlich verfolgen. Jetzt muss ich gerade schauen, wer hat denn hier den hohen Manöverwert? Du bist es nicht. Du bist es, du hast einen Wert Manöver 5. Das ist doch mal. Das ist doch mal fein. Ich sag mal gerade hier Anschluss erlauben. Dann können da ja mal ein paar Kollegas von mir mitmachen. Und ich gehe mal ganz kurz noch durch. Ich habe zu viele diplomatische Beziehungen, aber das kennen wir ja von meiner Kampagnenstrategie eigentlich. Ne? Also, aber hat Österreich eine ganze Menge. Ja, ich hab auch einfach hunderttausende Beziehungen mit allen möglichen Leuten. Ja, musst du noch ein paar Dinge, ein paar Reformen durchdrücken, dann zählen die Vasallen ja, nicht genau, mehr. Ja, genau, genau. Ein paar Reformen dafür und was ich natürlich auch noch machen oder zu tun gedenke. Ja, ich habe im Franche-Comté gewonnen. Sekunde, da muss ich direkt mal die Truppen wieder hier hoch. Oder können die hier unten bleiben? Ich glaube, ich werde mal. Ich bitte zu entschuldigen, dass es gerade noch ein bisschen dauert. Ja, ich glaube, ich werde mal hier gerade 50 militärische Macht rauswerfen, um das Rebellenrisiko auf 0 runter zu prügeln. Und dann kann ich mit den Jungs nämlich schon mal hier hoch und meine Vasallen besetzen hier schon fleißig die Stammlande des Hansebundes oder die eroberten Lande des Hansebundes. Das ist übrigens auch eine ganz lustige Art und Weise, das Reich zu erobern, wenn man mal wirklich auf eine Übermachtsposition ist, die nicht mehr feierlich ist. Man greift das Reich, den Kaiser an, gibt den Krieg verloren, der Kaiser kriegt jetzt mal 25 Reichsautorität und die KI drückt dann immer schön die Reformen durch, macht das bis zum Privilegien aufheben, wo der Kaiser dann alles vasalisiert. Und dann annektiert man den Kaiser. Dann hat man ungefähr 30 Vasallen, weil man die ganzen Vasallen mit annektiert. Dann kriegt man die nächsten paar Jahre keinen einzigen Diplomatiepunkt, weil man so viele diplomatische Beziehungen hat. Aber man kann die Vasallen Stück für Stück annektieren. Ja, genau, das ist sehr praktisch. Das habe ich auch mal so in Ansätzen ausprobiert. Militärzugang von Litauen müsste ich mir noch mal holen. Ah, ich sehe schon hier, die Venezianer kämpfen schon gegen diese stinkende russische Flotte. Ja, im Golf von Odessa. Ich weiß nicht, wo die Russen plötzlich herkommen mit so einer schon beachtlichen Flotte. 12 Schiffe, ne? Ja, und 8 Großschiffe davon. Wir haben gerade mal 10, nicht ganz 10 kleine Galeonen. Brauchst du da noch Verstärkung? Soll ich da noch mit meinen 8 leichten Schiffen aushelfen? Wo bist du denn? Direkt in Bessarabien. Soll ich die mal darüber schicken? Ach, komm mal rüber. Besser ist es. Dann verteilen sich die Verluste vielleicht ansonsten auch ein bisschen. Ja. Meine leichten Handelsschiffe möchte ich nur ungern rüberschicken, weil ich momentan auch Geld brauche. Ja. Jetzt sind hier die 16 Trüppchen des Hansebundes direkt wieder abgehauen. Entschuldigung gerade, aber ich möchte ja gerne hier diese stinkende Armee mal aufreiben.
Ah, das wird noch ein bisschen dauern. Scheiße. Und ich habe gerade keine Moral. Ärgerlich. Naja, dann kümmern wir uns mal um so ein paar Einsertrüppchen und reiben die mal irgendwie auf. Können natürlich auch noch ein paar Söldner holen. Ja, sieht so aus, als könnten wir die Seeschlacht gewinnen. Sie haben zum Glück auch keinen Befehlshaber, kein Admiral. Und wir sind natürlich moralisch auch überlegen. Ich meine, wir sind Venedig. Wir leben praktisch zu Wasser. Mhm. Nur, dass unsere, ja, dass wir eher handeln und Geld zählen, als uns irgendwie mit Schiffstauen die Hände schmutzig zu machen. Und das ist auch der Grund, warum wir die Schlacht verloren haben. Ich hatte mal mehr Schiffe, ne? Kommandante. Ui. Wo sind denn, was hast denn du überhaupt nur für Schiffe? Hast du überhaupt, du musst doch eine Riesenflotte eigentlich haben, oder? Besteht die nur aus Handelsschiffen? Ich habe ein paar Handelsschiffe, aber nee, nicht so riesig. Ich hab's ja, bei jedem Krieg verliere ich ja ständig meine Flotte. Ah, okay. Ich sollte mir aber vielleicht mal einen Admiral zulegen demnächst. Ah, oder deine Handelsflotte in Sicherheit bringen, bevor der Krieg anfängt. Du spielst ohne Admiral. Das ist natürlich mit verschärften Bedingungen. Also ihr merkt schon, Egonson macht sich's hier auch absichtlich einfach ein bisschen schwerer. Ja, kannst du dir einen Admiral leisten? Ich meine, ich habe ja so schon zwei Anführer, wobei ich den einen jetzt auch feuern kann. Ja, ich bin ja noch Kontrolleur der Kurie. Ich kann mir ja immer noch einen Anführer mehr leisten sogar. Glücklicher Dings. Oh, der Herr, da kann sich ein Anführer mehr leiden. Nee, ich bringe meine Handelsflotte jetzt mal in den Hafen. Und ja, die eine Galeere mit 68% flieht jetzt noch. Ist auch sehr schön. Jo, ich kann leider nicht mehr hier zur Krim-Region sagen. Wobei wir ja jetzt seltsamerweise gute Sicht drauf haben. Wie ist ich habe gerade gesehen, dass Lüttich da Truppen belagert, was ich sehr cool fand. Ja, ne? Und die sorgen dafür, dass wir hier Sicht haben. Hast du da auch Sicht, Günner? Moment, ich muss gerade nochmal pausieren. So, jetzt sag mal, worauf habe ich Sicht? In Jedisch Gul, nördlich der Krim, steht ein Lütticher. Ja, sechs ein, Stück, ne? Ah ja. Ja, mir wird das irgendwie seltsam, weiß nicht, angezeigt. Das ist ein, Lüttich ist ein Verbündeter von uns, oder was? Ich guck mal gerade. Die sind wahrscheinlich verbündet, die sind verbündet mit Frankreich, glaube ich. Okay. Sind ein Vasall von Frankreich, what the fuck? Oh nee, das geht ja mal gar nicht. Die müssen unbedingt diesen Vasall loswerden. Niederlande ist auch nicht lange übrig geblieben. Bitte? Niederlande ist auch nicht lange übrig geblieben. Ja, ja, das stimmt. Niederlande werde ich nachher. Ich werde auch nachher wieder Burgund zwingen, dass die Niederlande freilassen. Drei. Minus 9 gegen Österreich. Was führen die überhaupt für einen Krieg gegen euch? Eroberung von München. Ach, das ist ein Angriffskrieg. Die Münchner haben uns ja beleidigt. Mhm. Ah. Ja, die Münchner, also ich erkläre nochmal ganz kurz für alle, die da jetzt auch etwas später reingeschaltet haben, nochmal, worum es geht. Es war so, die Bayern haben das kleine Österreich beleidigt und Bayern war verbündet mit Schweden und Schweden war verbündet mit Russland. Und dann ist es so, dass als ich dann mich für diese Beleidigung rächen wollte, natürlich Bayern angegriffen habe, Schweden ist in den Krieg mit rein und Schweden war... Also dann Kriegsführer und Schweden hat dann Russland zu Hilfe gerufen. Also es ging quasi so um drei Ecken, dass die Russen hier im Krieg sind. Aber wie gesagt, die Russen haben ja momentan auch noch einen Krieg gegen Dänemark. Und ich denke, was wir jetzt halt hier versuchen sollten, ist möglichst zurückhaltend hier zu agieren. Gar nicht so weit. Also ich bin gar nicht so happy, dass meine Vasallen und Verbündeten da gerade in Russland rumdümpeln. Das müssen die, glaube ich, gar nicht so unbedingt machen. Aber eigentlich ansonsten hier die Truppen schön in Europa konzentrieren, Verteidigungskriege führen und sich da eben nicht provozieren lassen. Das wäre schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Und jetzt muss ich mal gerade schauen. Da ist nämlich noch so eine kleinere Truppe.
des Hansebundes gerade unterwegs und ich glaube, der will mich hier irgendwo angreifen, der Lumbesäckel. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst PM entlasten, aber das ist leider nicht mehr da. Da sind keine Kernprovinzen mehr vorhanden. Das wäre so böse gewesen. Das wäre nämlich, hätten sie das nur schön bitter. Da hinten. Ja. Also gut, an fiesen Gedanken merken die Zuschauer, mangelt es weder Marvin noch dem Dogen noch dem Kriegstreiber Tante Günner. Ja. Also der Doge, der sich ansonsten apropos sehr... Apropos fiese Gedanken, Marvin hat gerade mal in Rom mit 44.000 Mann nach dem Resten gesehen. Ich weiß nicht, was da deine Intention war. Da waren 16.000 Rebellen. Ah, gar nicht mitbekommen. Okay. Die muss ich schnell mal abschlachten. Ja, soweit geht's, kommt es noch, dass die unabhängig werden. Ich schick noch gerade ein paar Diplomaten los und dann können wir hier auch gleich wieder weitermachen. Ich werde mal noch meine Beziehungen zum Osmanischen Reich verbessern. Und ich könnte es mal Mamelukenreich freilassen mit 23 Provinzen. Ach, ich dachte. Nachdem ich letztens feststellen musste, dass man mit dem Mamelukenreich seine Hauptstadt nicht nach Europa verlegen kann, obwohl es eine Festlandverbindung ist. Schön wär's. Weil auch da dieser Fakt, dieser begrenzende Faktor gilt. Ich dachte, der gilt nur für wirklich Übersee, also wörtlich Übersee, nicht nur für anderen Kontinent. Also echt lustig, Sinai, Gaza geht noch, Negev, Jerusalem nicht mehr. Ach scheiße, das sind so viele Truppen hier. Nee, das sind so viele Truppen hier. Ach. Naja, okay. Ah, oh, wir haben die Belagerung von Baden gewonnen. Nice. Die armen Baden. Wie, sind die auch im Krieg? Ah ja, da schau her. Bei mir gibt's heute Abend Elsässer Flammkuchen. Selbstgemachten. Oh, sehr, sehr lecker. Als Badener, weil Elsass ist ja praktisch nur Ostbaden. Von daher ist es ja in meinem genetischen Code mit einprogrammiert, das Rezept für Flammkuchen. Da ist natürlich wieder die Glaubensfrage, wie bei Pfannkuchen auch. So, jetzt habe ich sie endlich. Oh. Esst ihr die süß oder herzhaft? Flammkuchen. Pfannkuchen sind bei mir süß. Pfannkuchen oder Flammkuchen? Eins nach dem anderen. Machen wir erstmal Flammkuchen. Flammkuchen gibt es bei uns eigentlich so gut wie nicht. Im Bayerischen? Da verpasst ihr aber was. Aber okay. So, jetzt habe ich gerade ganz, ganz doof eine Truppe verloren, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, ich musste ja ein bisschen Feldforschung betreiben. Günner, Flammkuchen, herzhaft oder süß? Auf jeden Fall Flammkuchen, herzhaft. Ne? Mit ja, Speck und Zwiebeln, ja. Ja, so gehört sich das, genau. Und Pfannkuchen, die esse ich nämlich gerne auch als Hauptgericht mit einer Fleischsoße und so, ja. Pfannkuchen. Also Pfannkuchen. Was ich sehr lecker finde, sind Pfannkuchen, die mit Champignons. Das finde ich sehr lecker. Ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Hunger bekommen schon. Und Marvin, deine Pfannkuchen, also Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen sind bei uns süß, da kommt Marmelade drauf. Ah ja. Die werden auch bei uns im Hause nicht zum Mittagessen gegessen. So, also dann als Dessert. So, da sind ein paar russische Truppen an der Grenze. Frühstück kannst eher. Du da vielleicht mal irgendwie reinprügeln oder so? Wo? Schaffst du sowas? Bei Moldawien? Bei Cherson, ja. Bei Cherson? Ah, hier, ja. Ich bin auf dem Weg. Perfekt. Da kommen Schweden im Norden. Sind aber gerade von Franzosen in Hinterpommern geschlagen worden. Da haben die Lilien die Kronen besiegt auf dem Wappen. Die Blume ist mächtiger als das Schwert, Moment. Ja, weil es gab schon, ich habe öfter mal zum Pfannkuchenessen eingeladen. Die Leute so, wie zum Pfannkuchenessen? Was gibt's zur Hauptspeise? Und ist so Pfannkuchen. Und dann habe ich sie wieder ausgeladen. Okay, du darfst nicht kommen. Nee, du bist meiner Pfannkuchen nicht würdig. Genau so und nicht anders. Ich hatte hier vorhin mal eine Armee, wo ich den Anschluss erlaubt habe. Was gibt's? Günner, da, guck mal, in Krakau hast du da kommen Einheiten. 55 Russen, ja. Ich laufe gerade schon
Ich glaube, die ziehen sich sogar wieder zurück, ja. Meinst du? Also, ich schlage vor, hast du irgendwas in der Nähe, womit wir da arbeiten können? Ja, guck mal, in Sopron bin ich gerade mit 30.000 auf dem Weg nach Moldawien. Ah, ja, das lass uns die doch zusammen auch, ja. Zusammenführen irgendwie, ja. Ja, lass auf jeden Fall hier Marmaros, also Marmarosch und Marosch verteidigen, mhm. Weil das, da haben wir den Terrainvorteil, das ist Gebirge, da kommen die Russen nicht gut durch. Sehr und gut. Ich würde vorschlagen, Verstärkungstruppen dann in Hunyad, Bihar und Champlin zu stationieren, um dann dort aushelfen zu können im okay. Bedarfsfalle. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ich hatte hier vorhin eine Armee, wo ich so doof war und gesagt habe, Anschluss erlauben. Jetzt muss ich noch gerade rausfinden, welche Armee das war. Sekunde bitte. Hm? Da, wo 30.000 Vasallen dabei stehen. Ja, das ist es nämlich. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Die Vasallen sollen nämlich richtig gescheit hier mitkämpfen. Also was ich da in der Zeit relativ häufig mache, ich nehme so eine einzelne Division, vielleicht auch zwei, drei, die ja. Spalte ich ab und da laufe ich in Anschluss. Und das ist dann so meine Vasallenarmee-Führer, der da rumläuft. Mhm, ja, das ist ganz lustig, wenn man die mitziehen kann. Das funktioniert ganz gut. Ich stelle mir mal hier noch gerade eine Söldnerarmee auf. Und machen wir mal noch irgendwie hier... Keine Ahnung, mal hier und hier. Und dann mal nur einen hier und hier. So, und dann nehme ich nämlich jetzt die Truppe hier. Am besten packt man da noch einen General rein oder am besten keinen General reinpacken? Was also ist da brauchst du keinen General reinpacken, weil die Vasallen einen dabei haben normalerweise. Ah ja, okay. Dann machen wir das doch gerade mal hier. Sagen wir hier mal Anschluss erlauben. Gehen wir mit den Vieren dahin und mit den Zehn gehen wir dahin. So, ich bitte das Ganze pausieren zu entschuldigen, aber es passiert ja auch eine Menge momentan. Mhm. Und so, ich umsegle gerade Australien. Oh, sehr schön. Weil ich danach mit meinem Schiff nach Amerika fahren will. Siehst du, Egonson, die Russen ziehen sich da schon so wieder halbwegs zurück. Also wir müssen da natürlich ein Auge drauf haben. Vor allen Dingen, weil ich ja gerade noch eben diesen Krieg gegen den Hansebund führe. Oh, da kommen aber schon... Aus dem Osten schon wieder 30.000 Verstärkung für die Russen. Ja. Ja. Also sobald wir hier die Hügel garnisoniert haben, dürfte uns da eigentlich nicht mehr viel passieren. Ja. Marosch, Nachschublimit 21. Da muss ich die hier schon mal... Ja, teil die mal auf ansonsten. Oh, die Truppen da in Moldawien laufen aber echt scheiße. Warum bist du denn durch Moldawien gelaufen? Der wird jetzt abgefangen. Ja, war so klar. Oh, die haben Überquerungsmalus. Drauf. Truppen hin, Truppen rein. Das war so klar. Aber warum laufen die auch durch Moldawien, wenn die nach Marosch wollen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Sind, das ist nämlich viel spannender. Ja, die wollen mich einfach nur... Oh, das ist so scheiße. Das ist einfach... Ich hasse das bei diesem Spiel. Das schaffen wir, aber... Es wird knapp, aber ja, jetzt ist unsere zahlenmäßige Überlegenheit auf jeden Fall gegeben. Oh, es... Oh! Cherson, siehst du, was ich sehe? Ja, die 67 Regimenter, die am 12. April ankommen. Wenn wir Schwein haben, kommen wir noch rechtzeitig weg, aber es wird eng. Es wird eng. Ich habe wieder jahrelang eine Armee aufgebaut und alles dahin. Mhm. Aber für meinen Kaiser, für den Kaiser natürlich alles immer. Das Spiel gönnt uns das nicht, die kommen als Verstärkung dazu. Ich sag's also, dir. 10, 11. Gewonnen! Und jetzt sind sie. Und jetzt sind die anderen da. Ja, wunderbar. Also da kommen noch. Ja. Da kommen noch gerade ein paar andere Regimenter. Ich weiß nicht, meinst du, wir können das Ding halten? Ich guck mal ganz kurz, ob die einen General dabei haben. Sekunde mal. 5-2-3-5, Alter, der Typ, der ist so gut. Oh, die mehrere Generale dabei. 5-2-3-5 auch noch, ja, das böse. Ja. Also ich würde hier sagen, koordinierter Rückzug. Moldawien, ich brauch von dort nicht mehr halten. Wenn es geht, würde ich mich hier gerne zurückziehen, aber ich glaube, ich kann gar nicht. Wie ist das nochmal? Wann kann man sich denn da aus so einem Gefecht zurückziehen? Ich glaube, es sind ein paar Tage nach Schlachtbeginn, könnten irgendwas zwischen 20 und 30, glaube ich, immer sein. Hängt, glaube ich, auch vom Manöverwert des Generals, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Okay, weil ich mache jetzt hier Click-Spamming und versuche mich zurückzuziehen. Ja, das mache ich auch immer in der Situation. Österreicher ist raus, Venedig. Ja, toll, ich kann mich jetzt zurückziehen.
Haut das nicht hin. Aber, ja, mein Gott. Kann ich hier... Nee. Ach ja. Also, das ist echt... Weißt du wie? Und der ganze Scheiß hat damit angefangen, dass meine Truppen anstatt von Ruthenien nach Marmarosch einfach durch Moldawien gelaufen sind. Es ist so hirnverbrannt. Es ist wirklich total hirnverbrannt. Aber früher oder später wäre es ja eh zu dieser Auseinandersetzung gekommen, von daher... Eigentlich hätte es dazu echt wirklich nicht kommen müssen, weil... naja, also es ist ja... so, jetzt laufen wir mal hier hin. Weil es ist halt so, die Russen stoßen normalerweise nie so tief nach Österreich vor, ne? Also... Normalerweise machen die das nicht. Ich habe die Lagerung von Friesland gewonnen. Ich muss immer meine Truppen übers komplette Kaiserreich jetzt drüber schicken. Das ist natürlich nicht so geil. Aber dann sollen die Moldawien besetzen. Das ist mir so egal. Moldawien braucht kein Mensch. Aber warte mal. Halt. Nochmal Pause. Sekunde. Ich kann ja mal gucken. 20% ist Kriegsstand, den ich brauche für die Oberpfalz. Apropos Pause. Lass uns die mal offiziell machen. Ja, ich will noch gerade gucken, würden sie einen weißen Frieden machen? Einen weißen Frieden würde Russland machen. Ich könnte natürlich, warte mal, ganz kurz noch, kann ich verlangen, dass die Verträge mit, doch, ich kann verlangen, dass sie den Vertrag mit Schweden aufkündigen. Das wird ja fast schon reichen. Dass sie halt das Bündnis mit Schweden annullieren. Ach, das wollen sie auch noch nicht machen. Aber das müssten wir, also das wäre so das Minimalziel. Aber wir kriegen jetzt schon Ticking Wars. Okay, gut, Leute, dann machen wir hier Pause. Na, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao. Genau, Pax Vobiscum, Valete.